Hallo zusammen. Heute soll es um dieses Pilzmesser hier gehen von der Firma Fox Knives, also aus Italien, was mir freundlicherweise von Pixas für einen Test zur Verfügung gestellt wurde. Und ich muss gestehen, dass mir Pixas kein Begriff war, bis ich mir dieses Ladegerät hier gekauft hatte. Allerdings haben die eine extrem große Auswahl an Taschenmessern, Taschenlampen, Outdoor-Gear und Kamera-Equipment, sodass es sich definitiv lohnt, da mal vorbeizuschauen. Und wenn ihr euch für das Messer interessiert, dann schaut mal in der Infobox, da habe ich die Bezugsquelle verlinkt. Und aktuell gibt es sogar einen 5%-Code, den ich auch dann in der Infobox verlinken werde. Mit dem kommt ihr aktuell bei dem Messer auf 26,50 Euro, was ein sehr fairer Preis ist. Ja, kommen wir aber zum eigentlichen Messer. Das wird geliefert in dieser relativ schlichten, aber funktionalen Pappbox. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es eine kleine Verpackung ist. Die kann man dann auch aufheben, falls man das Messer mal irgendwann später verkauft, verschenkt oder was auch immer. Hier hinten ein paar Informationen und dann ist im Karton noch so ein bisschen Paperwork. So eine Garantieinformation, dann hier ein paar Informationen zur Pflege und Wartung, wie man es schärfen soll. Da könnt ihr mal Stopp machen, wenn euch das interessiert. Und zusätzlich ist da auch noch eine Kette dabei oder gehört zum Lieferumfang. Ist auch eine feine Sache. Damit kann man dann das Messer in der Tasche sicher verstauen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Video zu dem San Remo, was ich mir vor einer ganzen Weile als Pilzmesser gekauft hatte. Und meine Anforderungen waren damals, dass es 42A-konform sein muss, dass es nicht so teuer ist, falls ich es mal verliere und dass es sich einhändig öffnen lässt. Es haben halt nur das Problem, dass das Messer hier sehr leicht einklappt. Und bei einem Messer ohne Verriegelung wird man sich über kurz oder lang durchaus mal schneiden. Und ja, ich spreche da aus Erfahrung, leider. Das heißt, meine Anforderung hat sich da ein bisschen geändert. Und ich wollte ein Messer haben, was relativ sicher verriegelt. Und nach deutschem Recht ist es halt so, dass ein Messer nur legal getragen werden darf, wenn es entweder verriegelt oder ein Einhandmesser ist. Und es liegt halt in der Natur der Sache, dass ein einhändig zu öffnendes Messer eine schwache Rückenfeder hat und damit halt sehr leicht einklappt. Genau das ist hier nicht der Fall. Also wir haben hier eine sehr starke Rückenfeder, die ein gewisses Vertrauen erweckt. Also da habe ich keinerlei Befürchtung, dass man das einklappen könnte. Und es ist auch nicht so wahnsinnig teuer mit 26,50, also unter 30 Euro. Das heißt, wenn man es verliert, ist es nicht so wahnsinnig schlimm. Es ist weiterhin 42A-konform, also ich darf es tragen. Da kann ich keinen Ärger bekommen. Und wegen der Rückenfeder habe ich ein bisschen was vorbereitet. Da werde ich mal wiegen, wie viel Kraft es braucht, um das Messer einklappen zu lassen. Also das erste Mal das San Remo als Vergleich. 700 Gramm. Ja, sagen wir mal 800 Gramm, also unter einem Kilo. Und jetzt mal als Vergleich das Fox-Messer. Also ich bin bei 2,8 Kilo und es ist noch nicht eingeklappt. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich den Karton zerdrücke. Ja, bei 2,5 Kilo, 3 Kilo, so in der Größenordnung klappt es dann ein. Also da habe ich dann ordentlich Vertrauen in die Verriegelung oder in die Rückenfeder. Also das wird mir im Gebrauch nicht einklappen. Ja, ich habe das Messer jetzt draußen ein bisschen getestet in den letzten Monaten und werde euch da mal ein paar Praxisaufnahmen einblenden.
Ja, und wie ihr gesehen habt, das funktioniert wunderbar. Und eine meiner Anforderungen an das Pilzmesser ist halt eben auch, dass ich hier hinten so ein paar Borsten habe, mit denen ich die Pilze schon mal im Wald ein bisschen vorreinigen kann. Es ist doch immer ein bisschen nervig, wenn man nach Hause kommt und dann die Pilze in der Küche reinigt und den halben Waldboden in der Küche verteilt und dann nach dem Abendessen erstmal die Küche saugen darf. Es funktioniert, wie gesagt, sehr gut. Es ist eine praktische Sache. Klar, der Pilz ist noch nicht perfekt gereinigt. Das ist auch gar nicht die Anforderung, die ich hatte. Meine Anforderung ist einfach, dass ich das Gröbste im Wald lasse und gar nicht erst in die Wohnung schleppe. Und was auch sehr, sehr gut funktioniert hat, ist diese Klingenform. Da dachte ich erst, das ist eher so ein bisschen erst im Bereich Selbstverteidigung mit dieser Krähenfußform. Aber es funktioniert ausgesprochen gut, dadurch, dass wir halt so eine fein ausgeschliffene Spitze haben, die auch recht schmal hier ist. Also wenn ich dann im Pilz irgendwo eine wurmstichige Stelle habe, kann ich die da sehr präzise mit rausschneiden. Also das macht sehr viel Spaß, mit dem Messer zu arbeiten. Und wie gesagt, dadurch, dass die Rückenfeder hier so stark ist, hatte ich auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mir das Messer in der Hand einklappen könnte oder mich verletzen könnte. Kommen wir vielleicht noch zu der Verarbeitungsqualität. Die ist natürlich nicht ganz perfekt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir in China für 30, 40 Euro ein Messer hole, kriege ich da eine bessere Verarbeitungsqualität. Brauche ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht bei so einem Messer. Das ist ein reines Gebrauchsmesser, was vermutlich bei niemandem in der Vitrine landet. Das heißt, da kommt es dann noch nicht darauf an, dass es den perfekt weichen Klingengang hat und bliblablub. Das kommt darauf an, dass es perfekt funktioniert und ich dann die Sachen, die ich damit machen möchte, also Pilze abschneiden und reinigen, dass ich das damit problemlos machen kann. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die Übergänge hier sind auch sauber. Da kann ich nicht meckern. Die Klinge ist zentriert, auch das kann ich euch mal zeigen. Also die Basics sind schon da. Das Einzige, was ich halt gefunden habe, ist, dass hier ein bisschen von dem Holz abgesplittert ist. Aber wie gesagt, das ist ja kein Sammelobjekt. Das ist ja ein reines Gebrauchsmesser. Das wird sich niemand holen, um sich in die Vitrine zu stellen. Und dann macht mir das nicht wirklich was aus, wenn er so ein bisschen von dem Holz abgeplatzt ist und es auch nicht scharfkantig oder sonst was. Ja, abschließend bleibt zu sagen, dass man hier für 27 Euro, 28 Euro ein ziemlich gutes Pilzmesser bekommt. Ich mag den Holzgriff. Die Verarbeitungsqualität ist okay für europäische Fertigung. Die Klingenform funktioniert sehr gut. Es ist sehr schneidfreudig. Es ist nicht besonders breit hier hinten. Also die gesamte Schneidperformance ist sehr, sehr gut. Und es macht mir Spaß, dass ich den Pilz schon mal im Wald direkt vorreinigen kann und dann nicht den ganzen Müll in die Küche transportiere oder den ganzen Waldboden. Diese ganze Saugarbeit hat mich halt irgendwie schon ein bisschen genervt. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Anregungen habt, dann sind die auch jederzeit willkommen. Und wenn ihr euch für das Messer interessiert, dann schaut, wie gesagt, mal in der Infobox. Da ist aktuell der Link und der aktuelle 5% Gutscheincode. Ja, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.